Hallöchen zusammen und willkommen zu einer neuen Folge, naja, was heißt neue Folge, neues Let's Play von mir, Vermeer 2. Und ich bin natürlich, wie ihr das in letzter Zeit auch so oft gewohnt seid, nicht alleine, nein, Kunstliebhaber Anoholic ist mit mir dabei. Ja, moin moin, Leflüt und ahoi, liebe Landratten und auch Rädchen zu Hause von hier aus an die Rundfunkempfangsgeräte auf dem Tisch, so. Ja, eben. Also, komm, also über den Titel musst du dich fast ein bisschen freuen, weil ich hätte auch sagen können, Plantagenbauer. Ja. Nee. Ja, dieses Spiel habe ich schon, wie soll ich sagen, schon lange überlegt, das zu Let's Playen. Ich wurde jetzt aber auch ein bisschen von einer anderen, mir mittlerweile bekannten Let's Playerin inspiriert, es doch auch zu spielen. Und zwar die liebe Sayube. Oh. Ja. Genau. Grüße an dieser Stelle. Auch von mir. Und ja, um was geht's grob? Ja, wir sind wir haben einen Onkel, einen reichen Onkel, der sehr auf Gemälde steht und der aber, dem es gesundheitlich nicht so gut geht, will heißen, er wird früher oder später das Zeitliche segnen, ja. Und es geht um sein Erbe, mehr oder weniger. Wir müssen jetzt in diesem Spiel dafür sorgen, über Plantagen Geld zu sammeln, um ihm seine Kunstsammlung, die ihm geklaut wurde, quasi zurückzubringen. Ja, und wir haben das auch so ein bisschen als, naja, Challenge will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest wir haben schon gedacht, wir wollen nicht auf dem leichtesten Grad spielen, nein, wir nehmen einfach den schwersten. Aber den meisten Gegnern. Aber dazu gleich mehr. Also um das soll es grob im Spiel gehen. Ja, so ganz gut erklärt hat sich dieser Jobe auch, also guckt bei der gerne auch mal vorbei, wenn ihr das bei uns nicht verstanden habt. Aber wir versuchen es noch weiter zu erklären. Also hier gibt es so das Testament, wo man so ein bisschen einklären, wo man einstellen kann, wie lang das Spiel gehen soll, wie schwer es sein soll, um was es gehen soll, was wir ihm zurückbringen. Wir hätten ja auch Vermögen einstellen können, aber das ist so ein bisschen, ja, das Vermögen hat man schneller als die Gemälde dann schlussendlich. Deshalb, ja. Deshalb bleiben wir hier auch bei Tod des Onkels. Bei festem Spielziel hätten wir auch eintragen können, okay, egal ob der Onkel noch lebt oder nicht, ist das Spiel an einem gewissen Punkt zu Ende. Aber bei einem Testament macht es schon mehr Sinn, wenn man das so lässt, glaube ich. Und die Spieldauer soll natürlich nicht kurz, nicht mittel, nein, lang. Na klar. Sollte auch ein bisschen was davon haben. So, dann gehen wir hier mal weiter. Ich glaube, hier haben wir soweit alles. Das Testament vorlesen oder? Naja, hat jetzt auch wahrscheinlich jeder selbst gelesen, ne? Ich kann es auch sonst nochmal vorlesen. Testament. Der Spieler gewinnt die Erbschaft der bis zum Tod von Grün. Durch Walter von Grünschild durch das Zurückbringen von Gemälden die meisten Siegpunkte gesammelt hat. Die Ärzte schätzen, dass er noch mindestens 7 Jahre zu leben hat. In Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, Berlin, den 1. Januar 1918, Walter von Grünschild. Ja, jetzt wisst ihr auch schon, in welcher Epoche wir starten. Ja. 1918. Das Schöne ist ja, wenn man die Spieldauer jetzt auf kurz setzt, ja, können wir so ein bisschen das die Lebensdauer des Herrn Grünschild so ein bisschen beeinflussen. Das ist ein bisschen makaber, aber... Ja, genau. Ja. Wir können hier, also kurz, dann hat er halt nur noch 2 Jahre zu leben, circa. Ja. So hat er noch etwa 4 und so. Oh, mindestens 7. Na, wir wollen ja schon ein bisschen was haben von ihm. Genau. So, wir haben einen Spieler, der allerdings nicht Heinz heißt, sondern Andanomi. Ja, mal was Neues. Andanomi. Ja, doch, kann man so lieben. Warum nicht? Diese Taste hier ist, es wird nämlich später im Laufe des Spiels noch Versteigerungen und so weiter geben. Das heißt, wir brauchen unsere sogenannte Action-Taste. Ja. Ich belasse es aber, glaube ich, einfach mal beim A, weil das passt soweit auf der Tastatur für mich. Mhm. Wir bleiben auch beim Mann. Hier könnten wir noch, können wir nicht einstellen. Aber wir sind der Tennisschläger, das können wir uns auch merken. Ihr könnt es euch auch merken. Erster Spieler. Wir sind Tennisschläger, okay. Wir sind der Tennisschläger. So, gehen wir hier auch weiter. Und wie schon erwähnt, wir wollen nicht auf Mittel, nicht auf Leicht, nicht auf Schwer, sondern auf sehr schwer. Wie gesagt, ich habe es auf diesem Schwierigkeitsgrad, glaube ich, nie wirklich gespielt. Deshalb ist es auch für uns ein bisschen Neuland. Also für mich, vor allem Anno kennt das Spiel ja nicht so richtig.
Naja, ich steigere mich damit rein. Ja, ich hab's ja mal so kurz übererklärt, sag ich jetzt mal. Naja. Von dem her, gut, dann gehen wir aufs Spiel starten, würde ich sagen. Mhm. Meine lieben Nichten und Neffen. Spannung steigt. Es ist schön, dass ich euch gerade ein Intro dann einmal gemeinsam sehe, wenn ich mein Testament eröffnen will. Der Anlass dürfte euch bekannt sein. Meine über alles geliebte Gemäldesammlung ist gestohlen worden. Ihr wisst, wie viel mir diese Gemälde bedeuten und dass sie früher oder später auf Auktionen wieder auftauchen werden. Mein letzter Wille ist daher, dass ihr meine Bilder ersteigert und mir zurückbringt. Derjenige von euch, der mir bis zu meinem Ableben die meisten Gemälde zurückgebracht hat, soll mein gesamtes Vermögen erben. Euer Abenteuer soll hier und heute in Berlin beginnen. Jeder von euch erhält von mir ein Startkapital in gleicher Höhe. Investiert dieses Geld weise, denn es ist der Schlüssel zu eurem Erfolg. Der erste Schritt jedes Einzelnen sollte sein, sich in ferne Länder zu begeben und eine Plantage zu errichten. Produziert dort Kolonialwaren für die großen Warenmärkte in New York und London. Die erzielbaren Gewinne sind ordentlich und können sodann in Aktien und Gemälde investiert werden. Übrigens, jedes Bild, das ihr ersteigert, erhöht euer Vermögen beträchtlich. Doch hütet euch vor Fälschungen. Und nun viel Glück und auf das der bessere gewinne. Und besucht mich doch mal wieder. So, und da sind wir auch schon in dem wunderschönen Berlin. Hier so schön am Brandenburger Tor. Ja, aber hier gibt es jetzt unterschiedliche Gebäude bzw. Arten und Möglichkeiten, was man so machen kann. Gibt es einerseits die Galerie, das ist so, wo man dann die jeweiligen Gemälde abliefern kann. Hier zum Beispiel Zeitgenossen, also zeitgenössische Kunst. Gibt es unterschiedliche Städte auch mit unterschiedlichen Arten der Kunst. Das schauen wir uns aber demnächst noch an, wenn wir auf Reise gehen. Dann schauen wir erstmal die Stadt nochmal weiter an, würde ich sagen. Es gibt noch ein Hotel, wo man ein bisschen Zeit überbrücken kann, eben gegen gewisses Bares, sage ich jetzt mal. Also wenn man jetzt sagt, okay, in 2-3 Tagen ist irgendeine Veranstaltung, dann warte ich halt die 2-3 Tage oder so. Oder bei der Bank kann man entweder in Aktien investieren. Das sind so Transportunternehmen, glaube ich. Was es damit genauer auf sich hat, werden wir auch gemeinsam ein bisschen rauskriegen, denn mit Aktien selber habe ich in der Form gar nicht gespielt. Bisher. Okay. Aber ja, kriegen wir raus, würde ich sagen. Wir können natürlich hier auch einen Kredit aufnehmen. Das kann auch automatisch passieren, wenn man aus Versehen ins Minus rutscht. Dann wird uns automatisch einer aufgehalten, oder wie? Sozusagen, ja. So, dann haben wir noch das Aktionshaus. Das ist, wenn hier Versteigerungen stattfinden. Hier sieht man zum Beispiel, am 15. Januar in 14 Tagen ist schon die nächste. Allerdings haben wir weder irgendwelches Kunstwissen und könnten uns sonst eine Fälschung andrehen lassen. Ah ne, ist ein Kunstkurs, sehe ich gerade. Kunstkurs, okay. Ich nehme alles zurück. Für Zeitgenossen, oder was hier zu Berlin passen würde dann. Genau, also kannst in jeder Stadt, wo diese Galerie ist, jeweils diesen Kunstkurs besuchen. Dann erkennst du eher, ob es eine Fälschung ist oder nicht. Der Kurs kostet $43.000? Ja. Ich sag ja, deshalb, du brauchst relativ viel Geld. Gott, teurer Kurs. Ja, und die kosten alle so viel. Von dem her, ja. Aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem zuerst mal auf Reisen. Also hier in diesem Bildschirm kann man übrigens, wenn wir jetzt hier in der Stadt sind, kann man keine Zeit verlieren. Denn das ist halt, solange wir hier nicht weiter reisen, geht auch die Zeit nicht weiter. So, jetzt sind wir hier im Reisebildschirm. Jetzt seht ihr schon diese Landkarte, die hat hier so unterschiedliche Punkte oder Kästchen. Die großen Punkte sind Kunststädte, also hier Paris, Amsterdam, Berlin, Rom und Lissabon. San Francisco auch, ja genau. Da sind quasi Kunstgalerien, wo man diese Gemälde abliefern kann, beziehungsweise diese Kunstkurse belegen. Okay. Diese eckigen sind, das sind die zwei Warenstädte. Also es gibt, wir müssen ja in unseren Plantagen Waren erzeugen. Die können wir entweder nach London schicken oder nach New York. Haben natürlich unterschiedliche Preise, aber auch unterschiedliche Frachtkosten. Kommen wir auch noch dazu. Und die kleinen
Kreischen sind quasi Plantagenstädte. Da können wir quasi Plantagen errichten. Eben aber auch, je nachdem, in jedem Plantagenstadt oder in jeder Plantagenstadt unterschiedliche. Also es gibt insgesamt 5 Rohstoffe, wenn ich es richtig weiß. Unter anderem Kaffee, Kakao und sowas in der Richtung. Schauen wir uns aber den auch noch genauer an. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt erstmal nach Ankara. Okay. Und... Ich sag dann dauert nur okay. Okay. Ja, nee. Ich musste mir ja mehr oder weniger auch es hier aneignen, genau. Das wissen, was wir jetzt hier tun, aber... Also auch, ja. Wenn man hier jetzt sieht, man auch schon okay, man sieht, wann man dort ist, 4. Januar, weil es 3 Tage dauert, das ist das, was in Klammer steht und es kostet natürlich, jede Reise kostet auch natürlich. Hier unten seht ihr noch so einen kleinen Ticker, wo dann jetzt zum Beispiel in Rom gibt es ein Pferderennen am 15. Januar. Könnten wir auch vorbei, ein bisschen Geld draufsetzen. Machen wir vielleicht auch bei Gelegenheit mal, aber ich denke jetzt am Anfang ist es wichtig, erstmal die Plantagen zum Laufen zu bringen. Genau. Deshalb, wenn der Club-Treffen steht, müssen wir dann auch noch im Club irgendwie sein oder sind wir das automatisch? Ich glaube, wir sind in diesem Club schon. Also es gibt auch einmal pro Jahr gibt es so eine Club-Tombola, also am 31.12. sozusagen. Da kann man, wenn man dann die meisten Gemälde abgeliefert hat, bekommt man dann irgendwie, kann man so was, ein Gimmick zugelost bekommen. Entweder Geld oder vielleicht sogar nochmal ein Gemälde. Ja. Genau. So, jetzt sind wir in Ankara. Wir bekommen nicht nur durch die Musik, sondern auch durch dieses Begrüßungsfenster hier, das übrigens in jeder Stadt kommt, bekommen wir hier, okay, das ist unser erster Besuch und man sieht auch gleich, was man hier produzieren kann. Tee und Kaffee. Dann würde ich doch mal sagen, wir schauen hier auch nochmal ganz kurz rum. Hier gibt es nämlich auch ein bisschen Unterschiede noch. Also Reise gibt es immer noch. Gibt aber auch die Möglichkeit Expedition. Da kann man auch Gegenstände oder Geld finden, aber eben auch verlieren. Ja. Und okay. Es kostet auch dementsprechend nicht wenig. Und man ist gleich 14 Tage beschäftigt eben. Ja? Ja, also Zeit und Geld sind ja ein sehr wichtiger Faktor im Spiel, ne? Wie eigentlich immer im Leben, wenn du so siehst. So. Ja, aber ich sag mal, es gibt ja Spiele, da ist es das eine oder das andere, ne? Ja, stimmt. So, dann gehen wir mal zu den Plantagen. So, jetzt sieht man hier noch ein relativ nacktes Feld, sage ich jetzt mal. So, dann müssen wir hier, hier sind die Auflistungen, was wer in dieser Stadt schon hat. Also, hier oben sind immer wir, so ein bisschen abgesondert. Und da sind unsere Kontrahenten, Helma, Wilhelm, Anna und Heiner. Ihr habt ja vielleicht gerade im Reisebildschirm auch schon so kurz unten eingeblendet gesehen. Genau, dann eigene Kosten haben wir natürlich im Moment auch noch keine. Denn wir brauchen ein bisschen. Das, was wir jetzt sehen, ist das Bauland der Stadt oder ist es unser Land? Das ist das Bauland der Stadt. Okay, das heißt da bauen alle. Kommt später auch noch andere Konkurrenten. Okay. Mhm. Genau, das heißt, wir gehen jetzt mal auf neue Plantage. Mhm. Können hier auswählen zwischen Kaffee oder Tee. Die übliche Frage, wenn man jemanden neu kennt, Kaffee oder Tee, wenn man bei Leuten zu Besuch ist. Kaffee oder Tee? Ich sag dann generell immer Kaba. Einfach. Magst du auch keinen Tee? Ich trinke relativ selten Tee. Also jetzt zu den kalten Jahreszeiten auf jeden Fall. Da trinke ich öfters auch mal einen Tee, aber nicht so gerne wie warmen Kaba. Da bin ich einfach, ja. Ja. Ja, ich überlasse dir jetzt mal einfach die Auswahl. Da ich persönlich eigentlich lieber Tee als Kaffee trinke, würde ich auch eher zu Tee tendieren. Dann kommt, wenn man das ausgewählt hat, also auf Kaufen, sehen wir erstmal, was der Hektar kostet. Also Hektar ist quasi ein so ein... Ihr seht ja jetzt hier zum Beispiel, fehlt jetzt so ein Kästchen, wenn ich hier über diesen Stein drüber gehe. Das ist quasi ein Hektar. Ach so, okay. Ja. Das ist ein Hektar, krass. Ja, nur so zum... Das heißt aber auch, je nachdem, wo ihr das platziert, das sollte es natürlich jetzt nicht... Du kannst es schon in die Mitte platzieren, ja. Dann hast du 2 große vielleicht. Und nimmst dem anderen dann zumindest schon mal den Platz weg, dass er da noch eine andere große Plantage bauen kann. Allerdings eben dir selber auch, wenn du jetzt zum Beispiel später noch eine Kaffeeplantage bauen willst. Ja, du könntest doch jetzt, ich sag mal, hier entlang gerade jetzt 2 untereinander packen, oder? Ja, hier dran sogar. Genau. Also ich würde auch sagen, wir gehen mal hier hin. Ja, also die erste sollten wir schon voll ausnutzen.
Ja, ich meine, na, okay, höher geht nicht, also gehen wir hier hin. So, jetzt kann man, wenn man hier draufklickt, sieht man noch so ein bisschen, was gerade da so hier, ja, den Wert. Man kann sie auch wieder verkaufen, wenn es sich nicht lohnt oder so. Aktuelle Produktivität ist natürlich auch, desto länger so eine Plantage läuft, desto weiter geht die Plantage runter, die Produktivität runter. Ist, weil der Boden halt einfach, also irgendwann muss man auch ein bisschen wieder, gerade hier, die Qualität betrifft das hauptsächlich, ja, und auch eben wie die Arbeiter drauf sind. Also es hat vieles damit zu tun, wie viel Ertrag du dann bekommst. Okay. Man kann die dann aber später auch noch ausbauen. Das erhöht dann die Produktivität nochmal um 10 jeweils. Kostet aber auch eine Menge. Ja. Das heißt, mit der Zeit, das hier war ja eigentlich das, was ich meinen wollte. Die Produktivität sinkt, glaube ich, nicht. Oder zumindest nicht, wenn, solange die Arbeiter zufrieden sind. Die hier, diese. Die Ernte sinkt, wann zu wahrscheinlich. Die Erntequalität sinkt eben, weil der Boden natürlich irgendwann mal schlechter wird. Ja. Und dann muss man es irgendwann mal wieder auslaugen, dann. Beziehungsweise nicht auslaugen, sondern irgendwann mal kommt hier, glaube ich, noch Düngen oder sowas. Dann geht die auch wieder hoch. Genau. Okay. So, dann die Plantage an sich. Kann man natürlich auch sagen, okay, wir haben ja jetzt 4 Jahre Tee angebaut, jetzt nehmen wir das nächste Mal einfach Kaffee. Das kostet dementsprechend auch nicht wenig. Ja. Ja, und hier kann man einfach einstellen, wie viel Arbeiter man einstellen will. Im Moment haben wir noch gar keinen. Das ist das, was man hier sieht. Und so viel sind in der Stadt gerade vorhanden. 13. Okay, wie viel braucht der Betrieb? Also jetzt, wenn wir wirklich nur eine haben, du kannst so viel reinmachen, wie du willst. Ach so, okay. Du siehst hier bloß unten an der Produktivität, desto weniger du reinmachst, desto weniger schaffen sie halt auch. Deshalb, ich ziehe da aber eigentlich immer relativ alle rüber. Erstens, weil du dann sämtliche Arbeiter für dich schon mal reserviert hast. Ja. Falls jetzt hier nochmal einer baut, ja. Mhm. Und der dann erstmal warten müsste. Und zweitens, du kannst es dann, wenn du 2 hast, kannst du es auch wieder verschieben. Stimmt, jo. Ja. Ich würde jetzt aber trotzdem gleich nochmal eine bauen, ehrlich gesagt. Okay. Neue Plantage. Sollen wir jetzt dann gleich nochmal eine mit Kaffee bauen? Weil das war jetzt. Können wir machen, dann habe ich ja zumindest beides im Angebot. Genau. So, die können wir wirklich hier auch drunter bauen. Können wir nicht. Okay, weil hier der Busch im Weg ist. Naja. So, okay, aber kann man den nicht wegmachen? Nee, aber können wir hier hin bauen? Ja, vielleicht noch versetzt nach hinten. So? So. Ja, das ist halt platzsparend so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie schnell sich hier die KI da niederlassen wird. Ja, bauen wir es mal so. So, genau. Selbe Einstellung auch wie hier. Jetzt haben wir hier aber, gut, so ein paar kommen immer noch neu dazu, aber ich denke, wir können es ja mal ein bisschen verteilen. Dass wir jetzt bei beiden 11 haben. Genau. So, genau. Noch sind sie auch zufrieden. Ach, später verlangen sie noch über ihre Gewerkschaft mehr Lohn. Du kannst jetzt hier einstellen, wie du es machen willst. Hier so von wegen, okay, aktueller Lohn ist $1. Ja. Ja. Ich habe die Aktion hier mit bei Ankunft bezahlen eigentlich immer aktiviert. Weil dann wird es immer bezahlt, wenn du in die Stadt kommst. Sonst musst du es immer manuell machen. Ach so, ist auch irgendwie. Ja. Da muss ja vor allem immer in der Stadt sein. Ja, ich meine, so ein paar Monate, so ein bisschen nehmen sie es auch hin, wenn nicht gleich bezahlt wird. Aber selbst wenn du diese Dinge aktiviert hast und dann 5 Monate nicht da bist, irgendwann mal streiken die dann. Und dann musst du, ja, wird es relativ teuer, die dann wieder zur Arbeit zu bewegen. Ja, klar. Genau. Okay. Gut, soweit mal dafür. Also, es kann auch sein, dass man dann irgendwann mal den Lohn noch ein bisschen erhöhen muss, wenn sie hier, du siehst ja hier das Smiley. Das zeigt auch, wie zufrieden sie gerade sind damit. Genau. Ist denn jetzt eigentlich dieser Ansichtsmodus hier auch wieder Stadtmodus, dass hier die Zeit nicht weitergeht? Weil wir sind jetzt genau. Alles im 4. Januar hängen geblieben. Genau. Okay. So, es ist immer, die Zeit geht eigentlich nur weiter, wenn du irgendeine Aktion machst. Entweder wenn du wohin reist oder wenn du den Kurs machst oder wenn du im Hotel übernachtest und so weiter. Also solche Aktionen musst du machen. Hier in den Städten hast du mehr oder weniger alle Zeit der Welt. Machst die Ruhe weg. Okay, gut. Was es für uns ganz angenehm macht, ja. Jo. So, gut. Straßen müssen wir jetzt aber nicht bauen, ne? Nö. Okay. Das wird automatisch und da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Also hier nochmal, Lohnkosten kommen wir quasi nur nochmal hier hin. Hotel ist dasselbe wie in Berlin zum Beispiel auch. Aber hier gibt es noch das Warenlager. Ist es dasselbe oder ist es anders eingerichtet? Ich bin hier das ist schon ein bisschen anders eingerichtet. Es ist schon landestypischer. Ja.
Ja, ich fand das eben schon sehr kultig. Ich bin ja so ein alter Agatha Christie Poirot-Fan. Und das war schon irgendwie so wieder so wie ein bisschen Falls das Kind, was war, wie hieß es denn noch? Mord auf den Nil oder so, oder Tod auf den Nil. Mhm. Ja, stimmt. Da, ja. Ja, so. Aber okay, bevor wir abschweifen. Ja, hier ist noch das Warenlager. Ja. Da gibt es auch ein bisschen was dazu erzählen. Also ihr seht schon, unser Bargeld ist jetzt schon sehr geschrumpft von den 150.000. Ja. So, jetzt gibt es hier auf der Seite erstmal die Termingeschäfte. Das heißt, dann kann man es quasi nach hier USA-Flagge, klar ist New York. Und die The Union Jack heißt, spricht für London. Ja. Da kann man dann sehen, was für Termingeschäfte gerade offen sind. Die sind immer relativ lukrativ, weil die wesentlich höhere Preise haben, als die sonst die Waren, wenn du sie einfach so verkaufst. Ja, weil Termingeschäfte, da geht es meistens um einen gewissen Termin, der eben erfüllt werden muss. Genau, das sieht man hier auch 24. Februar, 25. Februar. Die Waren brauchen aber eben auch einen gewisse Anzahl, bis sie dort sind. Ja. Ich weiß jetzt auswendig nicht hundertprozentig genau wie lange, aber man muss ein bis zwei Wochen muss man, glaube ich, schon rechnen. Bis die Ente eingefahren ist oder was man jetzt? Nee, bis die Waren rübergeschickt sind. Oder zumindest, ich glaube, es dauert so lange, wie man auch reist, aber bis New York ist das schon ein bisschen. Also es sind bestimmt 10 Tage oder so. Bis London geht's relativ schnell. Das heißt, London will jetzt 4 Tonnen Kaffee bis zum 25. Februar haben. Die sind zumindest in diesem Termingeschäft noch offen, dass sich mehr lohnt, als die Waren einfach so hinzuschicken. Also dorthin zu bringen und dort zu verkaufen. Ja, also nur für das Termin, also nur, dass ich das da links richtig verstehe. 4 Tonnen genau. Kaffee bis zum 25. Okay. Das heißt es. Und bis zum 24. Und offen heißt immer, also das kann sein, das Warentermingeschäft ist, was weiß ich, wie hoch. Ja, 500 Tonnen mal so als Beispiel, aber es sind noch 4 offen. Also die sind noch, nur für die 4 kriegst du dann auch den höheren Preis. Okay. So, hier könnte man quasi dann mit dem Schieberegler einstellen, wie viele Sachen wir entweder nach A oder B verschicken wollen. Aber da wir noch nichts haben, sind die hier auch noch ausgegraut. Ja. Ja. Wie lange dauert denn so eine Produktion? Ist das tagesweise, monatsweise oder? Es ist schon, es kann in den ersten Wochen kommen dann die ersten Waren. Also schon nach Wochen gegliedert ein bisschen, ja. Genau, und dann siehst du aber hier auch so ein bisschen, Preis in London ist 252 für Kaffee und für in New York kriegst du es oder für 263 los. Ja. Musst aber auch bedenken, dass die Fracht 62 pro Tonne nach London wesentlich günstiger ist als 103 nach New York. Musst du quasi so ein Mittending einfach wählen, okay, lohnt sich das? Ja. Ja. Ich meine, die Preise sinken und fallen auch je nach Nachfrage und ganz genau. Was schon geliefert wird, ne? Mhm. Also die Preise hier sind eigentlich nie fest. Das heißt, im Unglücksfall könnten wir eigentlich sagen, oh cool, das lohnt sich jetzt richtig nach London oder nach New York zu fahren, weil die Reise aber so lange dauert und irgendjemand vielleicht vor uns eintrifft, ist der Preis dann arg gefallen. Ja, vor allem das Problem ist zusätzlich noch, dass du die Waren nicht von fern verkaufen musst. Du musst quasi dorthin, um sie zu verkaufen. Das heißt, wir müssen dann auch immer nach London bzw. New York fahren. Mhm. Um dort dann zu sagen, ja, verkaufen oder nicht verkaufen. Es sei denn, wir haben es eben als Termingeschäft gemacht. Termingeschäfte, da sagst du einfach, okay, ich verfüge über, oder ich will da 4 hinschicken und die dann verfügen. Das musst du einmal einstellen. Ja, und dann klappt das. Okay. Aber das sehen wir dann auch noch, wenn wir mal so weit kommen. Ich denke, für die erste Folge war es jetzt erstmal ein bisschen viel Informationsoverflow. Ja, aber es ist ja immer bei neuen Spielen so. Ja, die ersten beim Beginn Folgen, also eben. Und wir haben auch ein bisschen über das Spiel gequatscht und so. Aber ich würde sagen, damit belassen wir es erstmal hier für die erste Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und ja, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und hier, der gute Anno, ja, bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch, natürlich bin ich noch da. Sag mal ja. Ja. Oder okay. Ja, okay. Nee. So, sag beim nächsten Mal dann bestimmt auch wieder mehr. Also. Ja, du hast mich ja kaum zu Wort kommen lassen, du hast ja wie so ein Lexikon da. Ich musste ja auch erstmal erklären. Du bist ja selber einer, der es erklärt haben möchte. Naja, ich bin ja auch jemand, wenn ich ein Spiel spiele, auch versuche, es so weit zu erklären, dass es wirklich für jeden, der es überhaupt nicht kennt, begreiflich wird. Also so ein 100% und so. Genau. In diesem Sinne hast du aber die letzten Worte jetzt. Guti, dann schalte doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, Hummel, Hummel, Moos, Moos.